So, Carsten, was erwartet uns hier heute? Für dich ein ganz neuer See hier im Land Brandenburg? Ein ganz neuer See. Na, ich hoffe, dass wir ein bisschen Spaß haben. Ja. An deinem Geburtstag ein bisschen fischen. Ja. Ein paar Barsche wäre gut und ein Top-Bonus wäre ein schöner dicker Hecht. Oh, ja. Wir haben viel, aber ich bin schon mit schönen paar Barschen dann zufrieden. Ja, das denke ich eigentlich auch. Also die Voraussetzungen sind absolut perfekt. Ja, wenig Wind, höchstens eine 3. Wassertemperatur müssen wir mal sehen, ich vermute mal irgendwas um die 12 Grad, 13 Grad. Ja, gestern hat mein Sohn und sein Kumpel schon mal ein paar Hechte gezuppelt, kleinere, unter anderem auch ein paar Barsche. Ja, und das gilt es heute zu wiederholen. In dieser Einstellung sieht man, dass selbst ein Absinken des Köders nach relativ langem monotonen Lauf nicht zum nötigen Erfolg führt, was ja viele eigentlich gedacht haben. Sobald der Köder mal ausschlägt oder einen unnatürlichen Lauf macht, packt der Hecht zu. Ja, in dem Fall zweimal lasse ich den Savage Gear runter auf den Grund sinken und beide Male schwimmt der Hecht hinterher, aber zupacken will er dann doch nicht. Wo bist du? Da, wo du stehst, war der Hecht gewesen. Ach so, so kurz unter der Route hat er gewesen, ja? Schön hat er gedreht und dann schön scheiße ist mit dem Hecht. Obwohl das so krass macht, das ist echt.
Ja, Mann, das wird die nicht stören dann mehr. Und dann ist er ausgestützt. Kommen die hoch? Aber Ecke, weil er gleich was weiß. Da, Bom. Ja, ja, das war nur gejagt. Aber jetzt nicht. Nee. Das ist ja wohl eindeutig ein Barsch. Schöner Barsch, hat geklappt auf den Aikapio Gummifisch. Hat heute wirklich nur kleine Barsche und jetzt habe ich diesen Köder reingeklinkt mit dem 8 Gramm Kopf drauf und schon hat ein so toller Barsch gebissen. So, jetzt ziehe ich mal mein Chiburashka 8 Gramm Tungsten auf den Aikapio Gummifisch. Hier hinten ist noch eine Kapsel drin, und zwar mit dem Heringsgeschmack. Ja, das will ich heute mal ausprobieren, gerade weil dieses Gewässer hier extremst überangelt ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann etwas Geschmack die Hechte oder Barsche zu einem Ambiss überreden? Ja, Kamera, Spydro und vielleicht, wenn die Spydro alle ist, auch die Waterwolves sind im Einsatz. Ja, sieht erstmal heiß aus, der Kumpel. Ist ja auch Fisch da, also definitiv ein Hecht hier. Also da könnte es gleich klappern. Ja, und da unten, das sieht ja wohl auch wie ein großer Hecht aus. Von mir aus darf er jetzt beißen.